Meine Damen und Herren, wir sind bei der Musikwoche in Hitzacker und zu Gast ist Pianist Martin Stadtfeld. Herzlich willkommen. Dankeschön. Ja, wir sind jetzt kurz nach dem Konzert, so ungefähr 20 Minuten ist es her. Und Martin Stadtfeld hat Bach und Händel gespielt und wir wollen ein bisschen noch auf diese beiden Komponisten schauen, aber auch den Bogen ein bisschen weiterspannen und Sie können gerne auch Fragen einreichen, die Martin dann beantworten wird. Ja, wir sitzen jetzt am Instrument, das Festival wird gestreamt. Zunächst mal die Frage an dich auf die Situation bezogen. Wie ist das, wenn du hier sitzt und weißt, der Saal ist menschenleer? Aber es wird aufgenommen. Ist das wie im Aufnahmestudio oder ist das etwas völlig anderes, wenn man weiß, dass auch eine Bildkamera dabei ist? Also der Unterschied zwischen Konzert und Aufnahmestudio ist eigentlich für mich im Wesentlichen der, dass man im Aufnahmestudio korrigieren kann. Und das ist natürlich einerseits schön, andererseits aber auch ein Fluch. Und das Schöne am Konzert, und das ist gleichermaßen so, ob das jetzt ein normales Konzert ist oder wie heute ein Streaming-Konzert ist, dass es einfach, du spielst und das war's. Ja, das befreit auch sehr. Also wenn man dann sagt, es ist jetzt egal, es ist jetzt so, wie es jetzt gerade ist, dann befreit es auch. Und im Aufnahmestudio ertappt man sich schon manchmal dabei, dass man während des Spielens denkt, ah ja, ich kann es ja gleich nochmal machen oder wie mache ich es dann? Und den Punkt zu finden, dass man sich wirklich fallen lässt in die Musik, ist oft viel schwerer im Aufnahmestudio als im Konzert. Insofern macht es eigentlich jetzt so keinen großen Unterschied. Es zählt die Live-Atmosphäre. Also wenn man es jetzt aufzeichnen würde mit Kamera und hinterher dann nochmal nachkorrigieren, da würde man auch wieder so denken. Aber so war es einfach ein Live-Konzert und dann macht es keinen Unterschied. Wir sitzen jetzt hier direkt am Instrument und ich fühlte mich ebenso vielleicht erinnert an Fußballprofis oder Sportler, die in ein Stadion kommen, das voll ist. Also in Nicht-Pandemie-Zeiten. Und das Besondere ist ja jedes Mal dieser Push. Ich kann mir aber auch vorstellen, der Push für einen Pianisten ist, wenn er jedes Mal, egal wo er auftritt, an dieses Instrument tritt. Egal jetzt von welcher Firma, aber die Größe dieses Instrument ist perfekt eingerichtet. Spürst du jedes Mal noch, wenn du nach vielen Jahren Konzerterfahrung auf eine Bühne gehst, auch noch tatsächlich diesen besonderen Moment, so eine Art Prickeln, ich darf jetzt tatsächlich an so einem Instrument sitzen, während zu Hause Hunderte, Tausende von Hobbypianisten sitzen an einem Klavier oder an einem kleinen Flügel, weil sie dieses Instrument allein räumlich gar nicht bei sich unterbekommen könnten. Ich würde es jetzt gar nicht so sehr sozusagen auf die technische Seite bringen, oder dass man sagt, das ist jetzt ein Instrument, das ist so und so teuer oder das ist was Besonderes, das steht nur in den Konzertsälen, zu Hause habe ich auch nicht so einen. Das ist es eigentlich gar nicht. Aber das Prickeln, von dem du sprichst, ist absolut zutreffend. Das liegt einfach daran, man hat ja immer das Momentum, man kommt auf die Bühne, auch wenn der Saal voll ist, die Leute applaudieren, dann wendet man sich ihnen zu. Ich bin jetzt gar nicht so der Typ dazu, dem es immer ganz leicht fällt, diese Zuwendung. Mir fällt immer eher die Hinwendung zum Instrument viel leichter. Und das ist immer wirklich dieser ganz besondere Moment. Man dreht sich vom Publikum seitlich weg, setzt sich auf seine Klavierbank und sitzt auf einmal vor diesen Tasten. Ja, ich denke überhaupt nicht an das Instrument, was dahinter ist. Ob das jetzt ein D-Flügel ist oder ein Upright-Klavier oder was auch immer. Das ist mir in dem Moment vollkommen egal. Ich bin dann eigentlich nur noch in dieser Welt über den Tasten oder mit den Tasten und versinke dann in diese Tastatur, ja, und in diese Mechanik, die mir dazu verhilft, im besten Falle, meine Gedanken und Gefühle zu transportieren, ja, über einen mechanischen Vorgang. Das ist ein bisschen paradox, aber es funktioniert. Und das ist eigentlich, wenn dann aus dem, der große Kegel, so wie du sagst, ins Stadion kommen, auf einmal wird es ein ganz kleiner Kegel, wo man für einen selbst empfunden, wo man dann nur noch in einer ganz kleinen, konzentrierten, innigen Welt ist. Ja, aber besitzt du dann wirklich für dich in der innigen Welt, also wir sprechen jetzt von einem normalen Konzert, weil Musiker ja oft sagen, es ist eine, wenn Publikum da ist, es ist eine ständige Interaktion. Ich spüre die Energie des Publikums. Was ist es jetzt? Ist es für dich die, in Anführungsstrichen, die Blase, am Instrument zu sitzen mit dem reduzierten Licht, ihr zwei im direkten Austausch, oder spürst du doch auch das Publikum, wie auch immer? Ja, das Publikum spüren, das kann sehr schön sein in Momenten, wo man spürt, da ist eine Stille, die ist aber nicht einfach nur tot, sondern die ist hingebungsvoll. Das kann man manchmal spüren. Solche Momente gibt es vielleicht 2-3 Mal im Konzert, wo auf einmal wirklich man die berühmte Stecknadel und so weiter fallen hören kann, weil alle plötzlich so
kollektiv, aber jeder für sich die Luft anhalten, wirklich lauschen, wirklich alle Antennen ausfahren. Das spürt man. Das ist ein wunderbarer Moment. Auf den möchte man nie verzichten, wenn man den mal erlebt hat. Das ist das Schönste, was es gibt. Das ist unglaublich beglückend, das ist unglaublich befreiend. Man hat plötzlich keine Angst mehr vor irgendwas, man hat keine Angst mehr zu scheitern, man hat keine Angst mehr, dass etwas schief geht. Man fühlt sich plötzlich fast wie geborgen in einem menschlichen Kollektiv. Ja? Obwohl man frei auch? Frei, ja. Völlig frei. Das sind die Momente, wo man plötzllich frei spielt auch, ja? Wo man plötzlich ganz neue Ideen hat, wo man alles loslässt und es fließen lässt und wie so ein Gottvertrauen, was sich dann einstellt in gewisser Weise. Als würde man sich von all diesen Menschen so ein bisschen getragen fühlen durch ihre Hingabe, durch ihr Lauschen, durch ihr Geschenk, was sie mir dann machen, dass sie mir alles in dem Moment, was sie haben, an Attention zur Verfügung stellen. Das ist ein unglaubliches Geschenk. Weniger schön ist es, wenn man das Publikum spürt, so nach dem Motto, ah, sie sind noch nicht ganz da, ein paar sind noch unruhig oder es gefällt jemand nicht. Das spürt man komischerweise. Du kannst 2500 Leute im Saal haben und wenn es drei nicht gefällt und die strahlen es irgendwie leicht aggressiv aus, ohne dass sie jetzt lernen. Ohne dass das Handy klingelt. Ohne dass die jetzt das irgendwie raussprechen müssen, das spürst du irgendwie und das ist weitaus unschöner. Aber gehört dann auch dazu. Beeinflusst so oder so natürlich das, was man tut. Aber die Momente, die einfach schön sind im Konzert, ist, wenn man dann sich glücklich, frei und geborgen fühlt. Du hast hier in Hitzacker Musik von Bach gespielt. Bach, ich mag diese Vokabel des Lieblingskomponisten nicht so sehr. Das hat was von Lieblingsfarbe und Lieblingsessen. Das ist bei Komponisten sicher etwas anders. Aber Bach ist ein Komponist, der dich schon sehr lange begleitet. Wie hat sich deine Sicht auf diesen Komponisten und auf einige Werke vielleicht im Laufe der Jahre geändert? Also im ganz Wesentlichen gar nicht. Ich habe Bach kennengelernt im frühen Klavierunterricht bei meinem ersten Lehrer Hubertus Weimar und der hat mir gesagt, ich habe das C-Dur-Präludium für ihn gespielt und er hat gesagt, der konnte gar nicht gut Klavier spielen, er war kein Pianist, er war Musiker, Chorleiter, Organist, aber kein Pianist. Ja? Er hat hör einfach mal zu und dann hat er Folgendes gemacht. Und so weiter. Also ja, das ist letztlich, einerseits, man könnte das jetzt strukturell sehen, man könnte aber auch sagen, er wollte dir sozusagen die Nähe zum Choral in dieser Musik die Harmonie, bringen. Er hat mir die Welt zur Harmonie eröffnet damit. Ja, er hat mir die Welt der Spannungsverhältnisse, die sich auflösen, vielleicht noch nicht, vielleicht immer noch weitergehen, wie diese. Und er hat mir vermittelt, dass man dem lauschen muss, dass man da ganz tief hineinfallen muss in diese Welt. Und da ging mir eigentlich wirklich dieses Tor auf zur Musik von Bach. Dann haben wir später, auch das wunderbar, hat er mir gezeigt, wir machen Texte auf Fugen zum Beispiel. Jetzt kann ich endlich in Cis-Dur komponieren. Hurra, hurra, hurra. Und dann ist das schön, wenn man eine Fuge spielt als Kind und dann spielt das so und alle freuen sich, dass man plötzlich in Cis-Dur komponieren kann. Der Nächste sagt sie Bass und der Nächste singt sie im Sopran. Und alle freuen sich und alle sind glücklich darüber, dass man endlich durch die wohltemperierte Stimmung auch in Cis-Dur komponieren kann. Dann ist eine Fuge auf einmal kein abstraktes, schwieriges Werk mehr, sondern etwas Menschliches, etwas von Kommunikation, von Austausch, fröhlichem oder sehr traurigem. Kommt drauf an, welche Fuge von Austausch. Diese Erfahrung bleibt letztlich und trotzdem mit den Jahren sammelt man unterschiedliche Erfahrungen, die sich manchmal auch in der Art des Anschlags niederschlagen können. Würdest du sagen, Bach-Spiel ist vom Ansatz her für mich gleich geblieben oder hat sich doch etwas geändert?
Nein, hat sich viel geändert. Also wenn ich so überlege, die Zeit zwischen Goldberg-Variationen, als ich die aufgenommen hatte, da hatte ich noch mehr so ein, da ging es mir sehr um Aktivität, was ich immer noch sehr wichtig finde, im Anschlag, um ein bisschen was Guldhaftes auch, ja. Heute sehe ich das eigentlich anders. Heute sehe ich das auch multiinstrumentaler. Ja, also wenn ich Klavier spiele, das Klavier ist ja etwas Wunderbares, man kann es benutzen. Ja, und dann spiele ich manchmal Klavichord oder ich spiele manchmal Orgel oder ich spiele auch manchmal Cembalo auf dem Klavier. Und das ist einfach das, wo ich da, glaube ich, das Spektrum erweitert habe und manchmal auch vielleicht auch weicher geworden bin im Klang, wenn ich Bach spiele, als das dann auch früher der Fall war. Aber das sind im Grunde genommen, das sind nicht die Grundelemente des Verständnisses, aber es sind die Elemente, wie man etwas umsetzt. Das hat sich sicherlich verändert, verbreitert. Ist ja immer so, wenn man älter wird, verändert man sich, man verliert Dinge, gewinnt aber im besten Fall auch welche dazu. Es war in der französischen Ouvertüre, die wir hier in Hitzacker gehört haben von dir, so, dass es stellenweise ganz eigene Formen der Ornamentierung gab. Das ist ja für Musikologen und Interpreten oft ein sehr heikles Terrain. Es gibt die Puristen und es gibt diejenigen, die das etwas freier auslegen. Du hast einen ganz eigenen Weg auch gewählt, indem du sozusagen linke Hand, rechte Hand überlagert hast, so wie es eben in den Noten nicht steht, aber doch zu ganz eigenen Effekten führt. Vielleicht kannst du auch gleich nochmal ein Beispiel aus dem letzten Satz anspielen. Sind das Ideen, die spontan entstehen und die du dann immer wieder weiterentwickelst, oder sind das tatsächlich das Ergebnis von langen Übungen zu Hause, wie kann ich das am besten machen? Also Spontaneität oder doch quasi ein kompositorischer Prozess? Jetzt sollte ich natürlich sagen, dass das ganz... Wahrheit sagen. Das sind natürlich erstmal philologische Studien und musikhistorische Studien. Nee, eigentlich ist mir das ehrlich gesagt vollkommen egal mit den Ornamenten, wie ich die spiele. Da halte ich es wirklich ein bisschen wie mit Stanislaw Richter, als er befragt wurde, ich glaube im japanischen Fernsehen, und alle warteten auf die endlich alle erlösende Antwort, wie man das denn jetzt macht mit Ornamenten. Und dann hat er gesagt, das ist ihm eigentlich vollkommen egal. Und das fanden damals noch einige Leute überhaupt nicht lustig. Ich weiß nicht, ob es heute jeder lustig findet, aber es ist mir nicht so sonderlich wichtig. Und es ist tatsächlich sehr oft spontan, wie ich ein Ornament spiele. Also das muss man ja wirklich vorher nicht festlegen, wie man einen Triller jetzt spielt. Und vor allem sollte man sie nicht so sehr sehen als herausgenommene Elemente, sondern sie wirklich immer in einem Flow auch empfinden. Und eigentlich gerade beim Ornament, man macht oft am Anfang den Fehler, dass man beim Ornament ein bisschen fester wird. Man sollte beim Ornament immer ein bisschen lockerer werden, wenn man das spielt. Ja, also sollte sowieso locker sein, aber beim Ornament besonders. Und auch da ein bisschen die Angst verlieren, dass es da nicht sozusagen dick, 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 ja, ist doch egal. Einfach, dann geht es auch immer besser. Wenn man es fließen lässt, läuft es sowieso besser, als wenn man es, wenn man sich darauf fokussiert. Die Frage zielte auch ein bisschen in die Richtung, du komponierst ja auch und du orientierst dich an historischen Vorbildern und reduzierst das in eine eigene Sprache oder amalgamierst das in eine eigene Sprache. Beispielsweise beim Songbook, das ja auch auf der neuen CD zu hören ist. Was ist dein Ziel? Zurück zur Einfachheit oder was ist sozusagen dein Wunsch? Ja, mein Wunsch ist tatsächlich, eine Musik zu schreiben, die zugänglich ist, wieder zugänglich, weil ich glaube schon, dass wir uns in der Klassik zu sehr auch ein bisschen wegbewegt haben von den Zuhörern. Ja? Und ich glaube, dass Musik zunächst einmal auch verständlich sein sollte. Und das, was ich eben gezeigt habe, wie mir als Kind Musik vermittelt wurde, das finde ich schon, sollte jeder Mensch spüren. Und wenn man ihm das vorenthält, diese Elemente von Harmonie, von Spannung, ja, und auch Rhythmus, dann ist es für mich gar nicht mehr richtig Musik, ja, weil ich kann sie dann selber auch nicht mehr nachvollziehen. Für mich ist Musik immer etwas, was dringend den Rezipienten braucht, in dem Sinne, dass er eine Erwartung hat, wie es weitergeht. Und die kann natürlich unterlaufen werden, die kann enttäuscht werden, die kann, aber wenn die irgendwann gar nicht mehr da ist, weil es fast egal ist, wie es weitergeht, weil es sowieso gar nichts mehr gibt, woran man sich irgendwo auch noch halten kann, ja, und Halt finden kann, dann verstehe ich diese Musik nicht mehr, dann ist es für mich schwer nachzuvollziehen. Und das ist jetzt der ganz bewusste Schritt wieder dahin, Musik zu schreiben, die wirklich wieder
Verständlichkeit auch herstellt. Vielleicht spiele ich ein bisschen was, wo ich den Händel ein bisschen verändert habe. Komponisten haben in der Musikgeschichte oft eine, im zunehmenden Alter eine Tendenz zur Vereinfachung gezeigt. Bei Schumann ist das beispielsweise so, selbst bei Beethoven auch letztlich, Brahms auch in gewisser Weise. Das ist ja etwas, was du hier auch machst. Führt das bei Menschen, die sich ein Leben lang mit Musik beschäftigen, irgendwann automatisch dazu, sozusagen die Ornamentik, den Schmuck, den Ballast oder wie auch immer man das bezeichnen mag, abzustreifen und eine, ich nenne es mal Essenz zu suchen? Ja, das ist ein wunderbares Wort. Ich glaube, das ist auch genau das Suchen. Ja, das hat mit Alter zu tun. Ja, das ist, hat mit 20 willst du gefallen. Ja? Sturm und Drang. Ja, Sturm und Drang. Du willst vor allem etwas tun, was sich sozusagen, du willst der Beste der Konventionellen sein, eigentlich. Ja, du willst, du kennst es noch nicht anders, du orientierst dich an allem, wie die Dinge so sind und versuchst dann da deinen Platz zu finden und da auf dich aufmerksam zu machen. In diesem Rahmen des Konventionellen, also auch gerade im Klavierbereich, schnell, ja, virtuos, viele Noten, Chopin-Etüden und so weiter. Ja, weil Pianisten in diesem jungen Alter sonst wahrscheinlich überhaupt keine Chance hätten, im Musikbetrieb Fuß fassen zu können. Ich denke auch. Ich denke auch. Das ist sogar fast gut, dass man sowieso so ist in dem Alter, weil es tatsächlich auch die einzige Chance ist, erstmal, du kannst nicht kommen und die Welt nur erfinden mit 20. Ja, und dann musst du erstmal irgendwo in diesem Rahmen, der gegeben ist, dich beweisen. Und das ist aber auch ganz natürlich, weil man erfindet sowieso sich noch nicht mit 20, weil man sich noch gar nicht richtig kennt. Man fängt erst an, eigentlich überhaupt nachzudenken in dem Alter. Und dann irgendwann findet man ja immer mehr über sich heraus. Man beschäftigt sich nicht bewusst mit sich, aber man kriegt zum Beispiel auch, ich habe einen Sohn bekommen vor 8 Jahren, also bin Vater geworden. Und das sind dann Dinge, die lassen dich anders dann nachdenken. Also nicht bewusst, wie gesagt, sondern die lassen dich anders nochmal mit dir umgehen, reflektieren, was eigentlich im Leben wichtig ist. Ja, wonach man, was eigentlich der Sinn des Lebens ist, vielleicht mal ein bisschen klischeehaft gesagt, wonach man auf die Suche geht. Und dann geht man immer mehr vielleicht in die Tiefe, versucht in die Tiefe zu gehen, etwas zu finden, was Essenz ist. Tiefe in dem Fall auch wieder Einfachheit, Simplizität vielleicht, Verständlichkeit auch letztlich. Unsere Zeit müssen wir jetzt nicht groß beschreiben, aber ist es sozusagen eine Art bewusst gewählter Kontrapunkt auch zu dem, was uns begleitet, sei es die Hektik am Handy, sei es die Gleichzeitigkeit der Einflüsse, dass du sagst, das ist für mich auch sozusagen eine Art künstlerischer Reaktion auf unseren Alltag heute?
Ja, absolut. Also auch bewusst, ja. Ja, tatsächlich, dass ich sage, gerade mit diesem Piano-Songbook zum Beispiel, einfach mal das Handy wieder weglegen. Wir sind ja alle da irgendwie, ich auch, süchtig. Infiziert. Ja, wirklich, es ist ja schlimm. Einfach mal weg damit und mal wieder vielleicht ans Klavier oder das Hören oder wie auch immer, aber nicht immer verschiedene Dinge gleichzeitig machen und einfach mal wieder abtauchen, vertiefen. Ja, es ist schwer geworden heute. Ich denke aber, es gibt eine Gegentendenz. Die ist spürbar auch bei den jungen Leuten wieder, die auch teilweise viel bewusster noch mit diesen Dingen umgehen. Ja. Glaubst du, dass die auch nachhaltig ist, diese Tendenz, oder ist es eine Mode? Es ist natürlich, wie jede Tendenz, ist es auch immer auch eine Mode. Klar, ja, weil man sich natürlich auch heute eher mal wieder, heute ist das vielleicht schon wieder cool, wenn du sagst mit 20, ich habe kein Handy. Ja, weil jeder hat halt eins, ja. Oder ich bin nicht bei Facebook. Oder ja, gut, die sind eh nicht bei Facebook, das ist ja eher die ältere Generation. Die sind schon wieder, ja. Oder ich bin nicht bei dem Social Media, das mache ich nicht mit. Ist vielleicht mit 20 erst wieder cool, wenn du das sagst, ja. Kann ja sein. Oder Vinyl kommt wieder, ja, bei jungen Leuten. Ja. Ja, wir sagen, was soll ich, wenn eine Schallplatte auflegt? Ich bin froh, dass das vorbei ist. 20 Minuten und ich muss wieder aufstehen. Und nee, da ist es jetzt gerade wieder angesagt, Vinyl zu hören. Also klar, es ist immer, die Dinge kannst du nicht trennen, es ist immer Mode, aber es ist auch vielleicht ein gewisser Zustand von sich über etwas bewusst werden. Das ist so, kann vielleicht auch so nicht weitergehen, wie es ist. Und man setzt sich dann eben auch mal klar von bestimmten Strömungen ab. Bei vielen Komponisten können wir einfach nicht mehr fragen oder haben höchstens einige schriftliche Quellen, wie sie komponiert haben. Wie du das so beschreibst, dieses bewusste Distanzieren, ist das auch schon eine Art bewusstes Distanzieren während des eigenen Schaffensprozesses? Also, dass meinetwegen abends, wenn Ruhe einkehrt, dass du bewusst den Abend, die Nacht nutzt, oder ist es dann doch eine Zufallserscheinung? Ach, jetzt habe ich mal eben ein bisschen Luft. Wie sieht das praktisch aus? Also praktisch bin ich kein Komponist in dem Sinne, dass ich mich hinsetze und überlege, sondern praktisch ist es so, dass mir Dinge einfallen beim Spazierengehen oder so. Ja, und zwar ist es aber auch immer so, ich habe früher mal gedacht, man muss ans Klavier sich setzen und was machen, da kommt nie was bei raus, weil du landest immer in den üblichen Pattern, die du halt kennst. Und es muss immer erstmal eine Idee da sein, aber nicht im Sinne von eine Idee, einen Satz anfangen oder ein Stück anfangen, sondern was will ich überhaupt ausdrücken mit einer Komposition? Ja, was will ich überhaupt, was für eine Stimmung will ich überhaupt ausdrücken? Was ist überhaupt eine tiefere Aussage? Ja, und dann zum Beispiel, ich spiele ein Stück an. Nun kommen, gibt es ja die Menschen im Publikum, die diese Musik im Konzert hören, und es gibt diejenigen, die in irgendeiner Weise darüber berichten müssen und auch urteilen müssen. Und die suchen immer schnell nach Kriterien. Wie kann ich diese Musik verorten? Ist es jetzt romantisch angelegt, oder bei dem Händel eben waren ja kurze Momente, die auch ein bisschen an Satie erinnern könnten. Spielt das für dich letztlich überhaupt eine Rolle, wo man diese Musik verorten kann, oder sagst du einfach, nein, das ist meine Herzenssprache und wo die hingehört, ist mir völlig egal? Ja, im Prinzip ja. Denn es ist tatsächlich ja, wir sind ja kein unbeschriebenes Blatt, was sich irgendwas ausdenkt oder wo man dann sagt, okay, ich nehme hier was, ich nehme hier was. Also davon distanziere ich mich ja fast, dass ich sage, ich,
ich habe mir da was abgeschaut, habe da was bewusst reingefügt oder so. Nee, das ist also tatsächlich die Aussage, das bin ganz sehr ich, diese Stücke. Das zum Beispiel habe ich Eichendorff-Song genannt, das ist mein Lieblingsdichter, Josef von Eichendorff. Und diese Stimmung, die er erzeugt mit seinen Gedichten, es kommt immer etwas aus der Ferne. Ja, es ist immer etwas, du kommst an deinen Heimatort zurück, alle sind tot. Ja, oder er hört Klänge aus dem Wald oder ja. Ein Posthornschall. Ja. Das natürlich ist, bin ich da sehr romantisch in diesen Dingen. Und das bin ich, die Harmonien, ja, mein Gott, die gab es bei Händel auch schon. Und er ist und bleibt der größte Harmoniemeister. Und da muss ich gar nichts neu erfinden, aber ich habe die Möglichkeit, innerhalb dessen, was es gibt, nach wie vor sind die Möglichkeiten unendlich. Du kannst mit Harmonien arbeiten, mit den ganz normalen Spannungs- und Entspannungsverhältnissen und mit ganz normalen Rhythmen und hast nach wie vor, unendlich ist unendlich. Also egal, wie viel Musik schon geschrieben ist, das ist ja auch, was viele sagen, ist ja schon alles geschrieben, ist doch egal. Das haben schon Leute gesagt zur Zeit von Mozart, da haben die Leute schon gesagt, es ist doch schon alles geschrieben. Ja? Ist doch völlig egal, spielt doch keine Rolle. Der Weg von der Komposition zurück zur Improvisation ist ja dann letztlich auch nicht weit. Eigentlich entsteht die Komposition aus der Improvisation. Aber könntest du dir vorstellen, dass du sozusagen im Konzert auch wieder einen Schritt zurückgehst und sozusagen die Improvisation als eigenen Baustein im Konzert verankern könntest? Möchtest? Ich sage es dir mal so, es ist eigentlich mein größter Traum. Aber? Naja, es ist der letzte ganz große Schritt, weil du musst ja in dem Moment, wo du dich sozusagen nicht an etwas entlanghangeln kannst, wie zum Beispiel an Jazz-Pattern, die ich ja nicht beherrsche, ja, ich bin ja kein Jazzer. So, das fällt also schon mal weg. So, jetzt, an was nimmst du jetzt? Wenn du wirklich annimmst, du gehst raus, da sitzen 2000 Leute, du setzt dich ans Klavier und du hast keine Ahnung, was du spielst. Und diesen Punkt irgendwann zu erreichen, dass ich in dieser Situation, weil das ist ja quasi die größte Vorstellung von Angstfreiheit, ja, dass ich in dieser Situation einfach ich selbst bin, du kannst dich ja unglaublich leicht auch lächerlich machen, das darfst du alles nicht mehr denken und fühlen, sondern du musst ja dann wirklich vollkommen gelöst, gelassen, angstfrei sein, um das zu tun. Ja, nackter als nackt. Ja, um dann die Leute einzuladen, eine Reise, deren Ziel, die du nicht kennst, du kennst aber noch nicht mal den Weg. Stell dir vor, du trommelst 100 Leute zusammen und sagst, wir machen jetzt mal eine Exkursion. Die sind aller voller Erwartung, ja, die haben vielleicht sogar ein Eintrittsgeld bezahlt vorher. Und jetzt sollst du die irgendwo hinführen und du sagst ganz bewusst, ich habe keine Ahnung, wohin ich mit euch gehe und was ich mit euch mache. Aber vielleicht erleben wir etwas Besonderes, vielleicht auch nicht. Vielleicht haben die Organisten es da teilweise etwas leichter, weil es da ja schon eher auch mit zur Ausbildung zählen kann und die Organisten ein anderes Verhältnis zur Improvisation haben als jetzt der klassische Konzertpianist. Ja, die Organisten haben ein anderes Verhältnis, die haben aber auch natürlich Strukturen, an denen die sich langhangeln. Ja, ja, das heißt, die haben ja auch sozusagen in dem Moment, wo es eine Ausbildung ist und du es lernen kannst, ja, natürlich kann ich das auch improvisieren, aber darum geht es eigentlich gar nicht, sondern der Punkt wäre wirklich dahin zu kommen, dass man all diese Strukturen aufgibt, ja. Und weder Jazz noch irgendwie eine, wie improvisiere ich eine Passacaglia oder was auch immer, alles weg. Die Absolutheit des Klangs. Sondern wirklich, du fängst an und spielst einen Ton und hast keine Ahnung, wo es hin, weder was das für ein Stück wird, ob das irgendeine Form hat oder keine Form hat und wo das hingeht. Das wäre sozusagen ultimative Vorstellung von Freiheit. Ja, aber das ist ein Weg. Vielleicht, ein Weg und ein Ziel gleichzeitig. Vielleicht traut man sich es wenn man vielleicht auch der Lebensweg kurz vor dem Ende ist und das einem klar ist. Ja, vielleicht sagt man dann, jetzt lasse ich los, jetzt mache ich das. Ich habe noch zum Schluss zwei Fragen, die erstens nicht zusammenhängen und zweitens auch mit dem, was wir bis jetzt besprochen haben, nicht direkt zusammenhängen. So wie die Stücke eben geklungen haben, auch die, die du angespielt hast oder im Konzert Händel, die Bearbeitungen, habe ich gedacht, das ist der moderne Flügel, aber gleichzeitig könnte ich mir vorstellen, dass diese Musik auf Instrumenten, die wir vor allen Dingen aus dem 19. Jahrhundert kennen, die ja zum Teil noch ganz anders gebaut sind als die Konzertflügel von heute und aber auch über andere Klangmöglichkeiten verfügen, dass diese Musik
möglicherweise an diesen Instrumenten auch zu verorten ist und auf einmal eine ganz andere Klangfarbenfülle oder Orchestralität oder wie auch immer ich das nennen möchte, erreichen könnte. Ist das eine Vorstellung, die du auch irgendwie teilen kannst? Hast du Erfahrung mit diesen Instrumenten und... Also das finde ich einen ganz faszinierenden Gedanken, weil man natürlich dann schon fast ein Dreieck bildet aus Barockmusik, die man auf dem nicht richtigen Instrument spielt, aber auch nicht dem heutigen. Das finde ich eigentlich total spannend. Und ich teile deine Vorstellung, dass man bei manchen Klängen, da habe ich auch manchmal das Gefühl, jetzt spiele ich eigentlich Pleyel. Ja, und auf dem, was hier steht, ist ja eigentlich immer egal, was da steht, aber dass das eigentlich so die Klangvorstellung ist und das wirklich mal zu machen, wäre sicherlich ganz faszinierend. Ich spiele ein Stück mal an, wo ich das so ein bisschen fühle. Du hast den Namen Pleyel genannt, der französische Klavierbauer im 19. Jahrhundert. Das sind Instrumente, die sehr fein sind, die eine sehr feine Klangstruktur haben, im Obertonbereich fast silbrig klingen können und verglichen mit den zur gleichen Zeit gebauten Erard-Flügeln auch nicht so extrem wuchtig, also eher kammermusikalisch. Und dazu würde dann diese Musik tatsächlich sicher passen. Ich denke, du hattest vielleicht sogar genau bei diesem Stück auch unter anderem vielleicht diese Assoziation, dass es so diese silbrigen Klänge, diese so ein bisschen auch für sich stehen. Ja, das ist ja das Schöne an solchen Instrumenten, dass die so ein bisschen was Glöckchenhaftes haben und jedes steht ein bisschen für sich, wie eine kleine Perle. Jedes hat, Also es gibt noch viel zu entdecken. Die letzte Frage hat mit all dem, was wir besprochen haben, gar nichts zu tun. Ich habe mich tatsächlich über den Stuhl etwas gewundert. Du sitzt extrem tief. Und wenn Klavierschüler in den ersten Klavierunterricht gehen, dann kriegen sie erstmal erklärt, wie sie am besten sitzen. Nun gab es in der Musikgeschichte tatsächlich Pianisten, die bekannt sind, dass sie sehr tief gesessen haben. Du machst das auch. Ist das eine andere Armkraft, die du dadurch erzeugen kannst, oder ein viel genaueres Tasten der Tasten sozusagen? Oder was steckt dahinter? Ja, es ist vielleicht genau das, dass man irgendwie, es ist weniger Distanz natürlich da, als wenn du hoch sitzt, ja, und du musst den Klang ja auch irgendwie erzeugen können. Ja, das ist richtig, aber für mich fühlt sich, das ist ja meine eigene Klavierbank und die nehme ich immer mit, und für mich fühlt sich das richtig, nämlich gelassen an, denn ich kann mich beim Klavierspielen dadurch, ich bin ja auch relativ lang, ich kann mich dann aufrichten. Ja, und das finde ich etwas Wunderbares, wenn man kann auch mal ins Klavier versinken, aber man sollte sich beim Klavierspielen auch immer wieder aufrichten, ja, weil es ist einfach auch schön, dieses Körpergefühl zu haben, aufrecht zu sein und es dann strömen lassen zu können. Und du siehst es ja selber als langjähriger Vertrauter der Szene, dass viele einfach immer in dieser gebuckelten Haltung Klavier spielen, ja, und da irgendwann ja auch massive Probleme bekommen. Ich kenne also viele Kollegen, die haben ganz massive Probleme dann irgendwann, Bandscheiben und alles Mögliche, weil eigentlich, ich weiß nicht, ich habe das für mich irgendwann so ein bisschen rausgefunden, dass ich mich so wohler fühle und mich aufrichten kann und es dann eigentlich fast ein bisschen mehr strömen. Natürlicher letztlich dann offenbar. Ja, ja. Meine Damen und Herren, Sie haben gemerkt, auch wenn wir heute behaupten, im 21. Jahrhundert, wir wüssten schon alles oder fast alles über die Musik, aber es gibt immer noch tatsächlich Neues zu entdecken oder zumindest Neues auszuprobieren. Und das hat Martin Stadtfeld uns gezeigt. Und deswegen ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Vielen Dank. Ich danke dir herzlich.
Vielen Dank auch fürs Zuschauen und morgen gibt es auch noch zwei weitere Konzerte im Stream der Musikwoche Hitzacker und insofern vielleicht sind Sie wieder dabei. Vielen Dank.